werden können. Ja, heute ist das Thema interaktives Feedback und Wissensabfragen in der Präsenzlehre. Ich wechsle jetzt kurz das Layout. Was erwartet Sie heute? Sie erwartet heute keine Grundlagenschulung für den Einsatz von Clicker. Also was ich jetzt hier nicht machen werde, ist das Für und Wider nochmal zu erläutern, die Fragemöglichkeiten in der Breite zu erklären, was kann man alles mit Clicker tun, wo sind die Hemmnisse, wo sind die Schwierigkeiten. Natürlich wird das auch angesprochen im Laufe des heutigen Webinars, aber darüber hat schon mein Kollege der Ralf Steffen von der Leibniz-Universität in Hannover ein wunderschönes Webinar gehalten und das wurde auch aufgezeichnet. Und diese Grundlageninformationen können Sie hier unter diesem Link abrufen. Wir posten das nachher auch nochmal. Also wir posten auch nachher nochmal unseren YouTube-Kanal. Wir haben nämlich einen YouTube-Kanal, wo die Aufzeichnungen von eCult, der eCult-Webinare hinterlegt sind, sofern die Referenten zustimmen. Also das letzte Wort hat immer noch der Referent, ob ein Webinar veröffentlicht wird oder nicht. Auch dieses Webinar heute wird aufgezeichnet. Sie sehen das rechts an der roten Lampe, also an dem roten Knopf oben rechts neben dem Hilfezeichen. Das zeigt, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird. Wir können nicht heimlich aufzeichnen, aber wir gehen da ganz offen mit um. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Name erscheint, wenn Sie jetzt sich mit vollem Namen in die Teilnehmerliste eingetragen haben, dann können Sie gerne nochmal rausgehen und wieder neu reingehen und sich mit einem Pseudonym anmelden. Aber wir werden das auch im Nachhinein nochmal anonymisieren. Also unsere Webinare, die wir veröffentlichen, werden anonymisiert. So viel zu dem, was Sie nicht erwartet und auch zu dem, was Sie ein bisschen erwartet. Was wir heute machen werden, ist Praxis. Also wir werden heute Praxis machen. Das wird sehr aufregend und spannend, weil das natürlich die Praxis über Clicker, wenn man nicht in einem Raum ist und dieses Webinar sehr, sehr techniklastig sein wird, ist es ein bisschen aufregend, weil wir viel hin und her springen müssen. Sie müssen mit Ihrem Handy oder mit Ihrem Tablet oder was immer Sie auch haben, es macht nichts, wenn Sie das nicht haben. Sie können auch über einen Browser parallel zu Adobe Connect alle Abstimmungen machen, die wir heute machen. Wir haben immer zwei Wege zu diesen Abstimmungen bereitet. Einmal über einen QR-Code, den man mit dem Handy einlesen kann, oder auch über eine Webadresse, die Sie dann mit Ihrem Browser erreichen. Also abstimmen können Sie auf alle Fälle. Und Sie können alles mitmachen, auch es haben sich einige ein bisschen später eingeschaltet, nicht, dass Sie sich wundern. Wir hatten im Vorfeld einen kleinen Text eingeblendet, den sich die Teilnehmer schon mal durchlesen sollten. Und wenn Sie das nicht getan haben, macht das auch nichts. Die Frage dazu können Sie vielleicht auch trotzdem beantworten, ohne dass Sie den Text gelesen haben. So, das ist jetzt zu dem, was Sie heute erwartet. Bevor ich dann tatsächlich einsteige, möchte ich gerne wissen von Ihnen, mache ich zwei kleine Umfragen. Einmal würde ich gerne wissen, woher Sie kommen. Geben Sie doch bitte Ihren Ort ein, an dem Sie jetzt gerade sitzen oder Ihre Institution. Und die zweite Abfrage ist, haben Sie ein mobiles Endgerät dabei, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie viele auch mit dem Browser sich einwählen, weil das immer ein bisschen komplizierter ist. So. Okay. Warte noch ein bisschen. Geht noch ein bisschen hoch. So, jetzt haben wir unten 16, oben 15 Antworten. Okay. So, es ist ungefähr pari pari. Dann weiß ich, dass auch der Browser stark benutzt sein wird. Ich hatte ja in der Ankündigung, aber ich weiß nicht, ob Sie die alle gelesen hatten, auch geschrieben, dass wenn möglich ein Handy oder ein Tablet mitgebracht werden sollte. Aber wie gesagt, es ist gar kein Problem. Man kann auch alles mit dem Browser machen. Gut, danke dafür, für diese Abstimmung und für diese Rückmeldung. So, dann kommen wir auch schon gleich zur ersten Frage. So, jetzt muss ich hier eben. Genau. Also, ich
stelle Ihnen jetzt eine Frage, und zwar in dem ersten Tool, in dem Tool von StudiP Clicker. Das geht folgendermaßen. Ich werde gleich in den Browser gehen und meinen Browser Ihnen zeigen. Und da werden Sie alle Informationen erhalten, die Sie brauchen, um mitmachen zu können. Da wird Ihnen ein QR-Code gegeben, den Sie einscannen können mit Ihrem mobilen Gerät, oder eine Internetseite, die Sie mit Ihrem Browser erreichen können. Wichtig ist bei allen diesen Dingen, jetzt auch für das gesamte Webinar gesprochen, wenn wir ein neues Tool beginnen, dann ist es schön, eine kurze Rückmeldung von Ihnen zu bekommen, wenn Sie die Verbindung haben. Also wenn entweder in dem Browser steht, ne, Aktivität, also die Verbindung hat geklappt, aber es wird noch auf Aktivität des Lehrers gewartet. Solche Dinge, also wenn die Verbindung geklappt hat, kurz über dieses Männchen, was auch Nika eingangs gesagt hatte, die Rückmeldung zu geben in Adobe Connect mit dem kleinen grünen Pfeil. Das üben wir jetzt gerade mal. Klicken Sie bitte einmal alle auf den grünen Pfeil oben rechts mit dem Männchen, neben dem Männchen, also wenn Sie auf den Pfeil klicken und dann den Haken wählen, nicht den Pfeil wählen, den Haken wählen, Stimme zu, dann weiß ich, dass Sie dabei sind. Wie schön. Ja, das klappt auch. Das sieht doch schon ganz gut aus. Gut, die nehme ich jetzt gleich wieder weg. So. Jetzt sind Sie wieder auf Null gesetzt sozusagen und können das nächste Mal wieder von neuem diesen Haken wählen. So, gut, jetzt gehe ich in mein StudiP. Ich zeige Ihnen das StudiP. Denn jetzt geht es darum, dass Sie per Klicker eine erste Frage beantworten sollen. So, das ist das Clicker-System von StudiP. Sie können das jetzt alle sehen. Das ist die normale StudiP-Ansicht, die Sie kennen aus einer Veranstaltung. Und Sie haben hier als Kartenreiter das Clicker-Plugin, also habe ich aktiviert. Was Sie weiterhin noch sehen, ist, das ist eine relativ einfache Oberfläche. Sie haben hier Fragen, das ist die Übersicht über die Fragen, die schon erstellt sind. Sie können neue Fragen erstellen und Sie haben ein paar methodische Informationen hinterlegt, damit Sie wissen, wie Sie es einsetzen können. So, wenn ich jetzt diese Frage starten will, dann klicke ich auf Frage erneut starten. So, und jetzt kommt das Spannende. Jetzt sehen Sie hier zum einen den Link, den Sie in den Browser eingeben können. Den wird Nika jetzt auch nochmal in den Chat eingeben, dass Sie auch am Rechner direkt dorthin gehen können. Oder Sie können diesen QR-Code einlesen mit Ihrem mobilen Endgerät. Und das mache ich jetzt auch mal parallel. Und wenn das alles geklappt hat, wenn Sie die Frage sehen auf Ihrem Rechner, dann bitte ich um eine kurze Rückmeldung über den Haken. So, Sie sehen mich jetzt wahrscheinlich auch genauso wie Sie. Ja. Scannen. Das ist immer ganz gut, wenn man das parallel mitmacht und man weiß, was sie machen. So, bei mir hat es schon mal geklappt. Ich gebe schon mal Rückmeldungen. Ach, da kann ich jetzt nicht. Ah, da sehe ich schon ganz, ganz viele Rückmeldungen. Wie schön. Gut. Ja, das hat doch schon bei allen geklappt. Sehr, sehr schön. So, jetzt kann ich hier diesen großen Button wieder zurückziehen. Und jetzt möchte ich Sie bitten, Sie haben, 8 Leute haben schon abgestimmt. Sie sehen es hier an der Zahl, n gleich 8. Und ich möchte jetzt alle bitten, einfach mal diese Frage, die ich Ihnen gestellt habe, haben Sie bereits Erfahrung mit dem Einsatz von Clicker-Systemen? Darum geht es jetzt. Haben Sie damit schon gearbeitet oder nicht? So, Sie sehen jetzt, wie hier unten das hochzählt. Die n gleich 14 haben wir jetzt. Okay, 16. So, ich glaube, das ist jetzt ein guter Anteil unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und wenn ich jetzt auf Stoppen klicke, dann sehen Sie jetzt auch die Verteilung. Also 3 Leute haben sich noch gar nicht damit beschäftigt. 8 wissen zumindest, worum es geht. 4 haben Clicker schon mal eingesetzt. Und einer setzt es sogar regelmäßig ein. Das ist natürlich super. Den würde ich natürlich gerne mal zu Wort bitten. Vielleicht klappt das ja nachher nochmal, dass er von seiner Erfahrung uns erzählt, wenn er sich denn zu erkennen gibt. Ja, denn diese Umfrage ist natürlich anonym. Ne? Also ich habe jetzt keine Chance,
Rückmeldung darüber zu geben, wer das denn sein könnte, dieser interessante Mensch mit dem regelmäßigen Klickereinsatz. Ja, das ist jetzt das, was Sie in StudiP sehen. Das können Sie verwenden. Sie sehen auch in StudiP, dass Sie keinen Zugang zu diesem StudiP-System haben müssen. Es funktioniert auch ohne. Das heißt, Sie können es auch mit Studierenden durchführen, die jetzt nicht unbedingt in Ihrem StudiP-System angemeldet sind. Aber Sie haben natürlich, ich habe das jetzt gewählt, ich habe StudiP auch gewählt, weil im Rahmen von eCult also einige Hochschulen oder die meisten Hochschulen auch StudiP einsetzen und das natürlich unsere wichtigste Zielgruppe ist, sind die Lehrenden der eCult-Hochschulen und dass die eben dann die Möglichkeit auch haben oder auch das kennenlernen, dass man auch aus StudiP heraus so eine Klickerumfrage organisieren kann. Ja, jetzt gehe ich mal wieder zurück in meine Präsentation. Und jetzt gucken wir mal, was wir da eigentlich gerade gemacht haben. Also, den Fragetyp, den ich hier verwendet habe, war ein Single Choice und zwar ohne Bewertung. Single Choice heißt, Sie haben zwar mehrere Optionen, aus denen Sie wählen können in dieser Frage, aber nur eine können Sie wählen. Also nur eine können Sie anklicken, dann ist Schluss. Das andere ist dann Multiple Choice. Und das Wichtige ist, auch hier fand jetzt keine Bewertung statt. Also ich muss jetzt nicht sagen, es ist richtig oder falsch, sondern es war einfach eine Erfahrung. Der Anlass war für mich jetzt zu gucken, wer hat denn schon mit Clicker-System gearbeitet. Das heißt, ich habe jetzt eine Veranstaltung hier und möchte die Gruppe besser kennenlernen. Das kennen Sie wahrscheinlich alle auch in Lehrveranstaltungen. Das Semester fängt an. Sie haben eine ganz heterogene Gruppe und möchten jetzt aber wissen, was haben denn die Einzelnen schon für Erfahrungen oder für Vorkenntnisse. Das ist so eine ganz typische Situation, für die man dann eine solche Frage nutzen kann. Das Ziel dieser Frage ist, dass der Lehrende oder die Lehrende Informationen über die Studierenden oder die Teilnehmer einholt. Das stärkt nicht unbedingt den Lernprozess für die Studierenden. Also sie lernen dadurch nicht besser, wenn sie jetzt diese Klickerfrage einsetzen, aber sie können ihre Lehre besser anpassen. Sie können besser einschätzen, ne, was brauchen denn meine Studierenden. Also das ist wirklich eine Frage, die für eigentlich primär dem Lehrenden und die Organisation oder der Auswahl der Themen stützt. Was kann ich voraussetzen, etc. Diese Art der Frage, Single Choice ohne Bewertung, kann man natürlich auch noch für andere Dinge einsetzen, wie Meinungsabfrage oder auch für organisatorische Dinge, wenn Sie Termine regeln möchten, etc. Also das war sozusagen die Art der Frage, die wir gerade bearbeitet haben und wir haben Clicker von StudiP eingesetzt. Ich habe das jetzt so aufgebaut, dass wir immer eine Frage haben in einem bestimmten Tool und hinterher stelle ich die Art der Frage immer noch mal vor, sage, was man damit machen kann und dann komme ich auf das Tool noch mal zu sprechen und stelle noch mal kurz das Tool vor. Das Plugin, also das Clicker-System, das Clicker-Tool von StudiP ist ein Plugin, das heißt, die Standorte, also es ist standortbezogen, es muss am Standort verfügbar sein. Es kann jetzt nicht jeder Lehrende irgendwie einzeln sagen, ich möchte jetzt Clicker haben, sondern der Standort muss sagen, ich möchte Clicker zur Verfügung stellen. Und dann ist Clicker über die Mehrseite, die jetzt mit dem neuen Release Mehrseite heißt, nicht mehr die Plusseite, kann dann Clicker hinzugefügt werden. Fragen dazu können Ihnen auch die, also wenn Sie genau wissen wollen, wie das funktioniert, kann Ihnen das StudiP-Team an Ihrer Hochschule sicherlich weiterhelfen. Es ist ein ganz einfaches Tool, es ist schnell und ganz einfach anzuwenden, hat aber dafür auch eingeschränkte Funktionen. Es ist nur ein Fragetyp möglich, eben genau dieser. Es ist nur eine Antwortmöglichkeit, es ist nicht Multiple-Choice-tauglich, es ist wirklich, man kann eine Frage stellen, mehrere Antworten dazu, aber auch ohne Bewertung. Also auch hier kann man nicht hinterlegen, ist richtig oder falsch. Aber das muss man auch ganz oft gar nicht. Also das ist jetzt nicht so tragisch, dass man diese Funktion nicht hat, weil man das auch ganz oft verbal machen kann. Die Vorteile von diesem StudiP, von Clicker ist, dass die Daten in StudiP verbleiben. Das heißt, wenn Sie jetzt auch kritische Fragen stellen, wissen Sie genau, wo diese Daten liegen und nicht irgendwo im Netz, wo man nicht genau weiß, wo dieser Server eigentlich steht. Genau, jetzt lese ich gerade im Chat, da hat jemand
Probleme. Ich mache das gleich ein bisschen langsamer, vielleicht bei dem nächsten. Und der Vorteil ist auch noch, dass der Link zu Ihrem Clicker, zu Ihrer Clicker-Umgebung, also dieser QR-Code und auch die WWW-Adresse, dass der immer gleich bleibt. Das heißt, Sie haben das wunderbar, können Sie das im Vorfeld schon 3 Wochen vorher planen, den Code rausgeben und Sie wissen, wenn ich aus dieser Lehrveranstaltung heraus Clicker öffne, dann ist es immer dieser Code. Und das ist bei anderen Tools anders. Also von daher ist das ein echter Vorteil. Ja, das ist jetzt schon so weit zu meiner ersten Frage und dem ersten Tool. Haben Sie noch Rückmeldungen dazu oder Fragen? Dann können Sie die jetzt kurz im Chat stellen. Ich gebe Ihnen mal so ein halbes Minütchen. Okay, es geben auch zwei. Ah, okay. Die Rückfrage an Bernd, an das Clicker von StudiP, an der verbesserten Version, also an diesem Clicker, weil das eigentlich anders geschrieben wird, deshalb bin ich gleich ein bisschen gerade, okay, sehr schön. Ja, super, das ist gut. Wobei ich sagen muss, es ist schnell, es ist einfach und man kommt ganz schnell zum Ziel. Und dass die meisten Fragen, die gestellt werden, kann man mit diesem Tool auch tatsächlich stellen. Okay, gut. Ja, ich sehe, Ralf Steffen ist auch dabei, der Experte auch für Clicker ist. Wie schön. Gut, dann soll die erste Frage abgeschlossen sein. Und jetzt kommt die zweite Frage. Eine Wissensfrage. Da habe ich das Tool Online-Chat gewählt. Und auch da ist es wieder gleich. Ich gehe gleich in live online in Online-Chat hinein und zeige Ihnen, wo da der QR-Code zu finden ist. Und Sie geben wieder den QR-Code ein oder die Browser-Adresse, die Nika wieder in den Chat stellen wird. Unterschiedlich, also im Gegensatz zu StudiP ist hier ein Freischaltcode angegeben, denn der QR-Code ist immer gleich, nur der Freischaltcode, der variiert. Gut, also ich gehe jetzt wieder in meinen Browser und zeige Ihnen Online-Chat. So, das ist die Oberfläche von Online-Chat. Ich bin jetzt schon angemeldet als Trainer oder als Lehrer. Ich weiß gar nicht, wie hier der Begriff ist. Ist alles Englisch, von daher ist es auch egal. Sie sehen, es ist ein bisschen mehr an Funktionen als jetzt bei StudiP. Und die wichtigste Seite zunächst ist einmal die Anmeldeseite. Da finden Sie nämlich den Link zu dem, ich habe ja noch was vergessen. Egal. Da finden Sie den Link dazu und dann gibt es, wenn Sie den Link geöffnet haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Freischaltcode eingeben müssen. Und jetzt bitte ich Sie wieder, wie auch am Anfang, wenn der Link und der Freischaltcode erfolgreich waren, mir ein kurzes grünen Haken zu geben, damit ich weiß, dass das geklappt hat. Ich sehe auch, dass 14, 15 Nutzer online sind. Das ist schön. Ach, wie schön, wir sind ja doch eine relativ große Gruppe. Wie schön, das freut mich. 21 Nutzer. Sehr gut. Ja. Gut, das heißt, Sie sind schon alle online. Auch da kriege ich Rückmeldung. Die grünen Haken sind noch nicht überall gesetzt. Aber da ich wege jetzt, also vielleicht noch mal kurz die Aufforderung, einen grünen Haken zu setzen, wenn Sie drin sind. In Adobe Connect. Jetzt müssen Sie immer hin und her springen. Das ist auch Medienkompetenz. Wir haben sogar 25 Nutzer online. Na, das ist ja super. Gut, also die meisten sind drin, fast alle. Und ich kann Ihnen weiter jetzt zeigen, wie es funktioniert. Hier ist die Übersicht über die Fragen, die ich erstellt habe. Eine Wahnsinnsfrage ist hier schon im Angebot.
in diesem Bereich Fragenverwaltung, da erstellen Sie die Frage, da wollen wir aber gar nicht weiter darauf eingehen. Was noch ganz nett ist, es gibt auch die Möglichkeit, spontan Umfragen zu machen, da müssen Sie keine Frage stellen, sondern Sie, also die stellen Sie nur verbal, Sie müssen die nicht textlich erfassen und man kann dann ganz spontan auf Ja oder Nein klicken oder Sie können Einschätzungen abfragen etc. Das ist noch eine Funktion, eine erweiterte Funktion im Vergleich zu StudiP. Wichtig ist jetzt für uns diese Übersichtsseite, dieses eCult-Webinar, diese eine Frage. Wenn ich jetzt auf Starte klicke, dann müssten Sie auch die Frage erhalten. Und zwar haben wir jetzt, die Frage heißt, welche Lehrmethode von Erik Masur beschreibt Professor Dr. Riegler als besonders geeignet für den Einsatz von Clicker? Das ist jetzt ein... Es bezieht sich auf den Text, den Sie eingangs gelesen haben. Jetzt haben wir aber einige, die sich zwischenzeitlich dazugeschaltet haben. Also es ist einfach nur, also ich hatte im Vorfeld des Webinars einen Text eingeblendet, den sollten die Teilnehmer lesen. Ist nicht schlimm, wenn Sie den nicht gelesen haben, dann antworten Sie trotzdem. Jetzt, was ist wohl die Lehrmethode, die besonders geeignet ist für den Einsatz von Clicker? Stimmen Sie jetzt ab. Sie sehen, es zählt hoch. Ich sehe, wie viele Stimmen jetzt abgegeben sind. Sie sehen, haben noch keine Einschätzung. Wer jetzt wie abgestimmt hat oder welche Optionen jetzt gewählt wurden, sind jetzt 14 Stimmen. Wir hatten gerade 22 online. Vielleicht warte ich noch mal ganz kurz, mache noch ein bisschen Werbung. Stimmen Sie ab. Okay, gut. Aber es wird jetzt nicht mehr. Ich hoffe, geben Sie bitte Rückmeldung, wenn es technische Probleme sind. Vielleicht können wir dann helfen. Ansonsten, Sie müssen natürlich auch nicht abstimmen. So, wie kriege ich jetzt das Ergebnis raus? Also erstmal sehen Sie hier natürlich, dass es auch ein bisschen aufgehübscht noch ist, diese Frage. Das sehen Sie jetzt nur in Adobe Connect. Das wird nicht... ach so, das ist ja auch noch... Sie sehen auf Ihrem iPad ja nicht die Frage. Das ist noch etwas, was eine Eigenart von Online-Tet. Also auf Ihrem mobilen Gerät wird die Frage nicht eingeblendet. Das heißt, hier müssen Sie tatsächlich die Frage laut vorlesen und vorne an der Tafel nochmal beschreiben. Also welche, jetzt hier in diesem Fall hätte ich nochmal deutlicher vorlesen müssen, welche Lehrmethode von Erik Masur beschreibt Professor Dr. Riegler als besonders geeignet für den Einsatz von Clicker. Wie gesagt, ein Text, den ich im Vorfeld gegeben hatte von Professor Riegler geschrieben. Genau, jetzt haben Sie gewählt und um das einzublenden, kann ich hier auf Countdown klicken und ich kann aber auch dann direkt auf das Ergebnis anzeigen klicken und siehe da, die meisten haben richtig gestimmt und es ist Peer Instruction von 86% haben richtig geklickt auf Peer Instruction. Sie sehen jetzt hier im Unterschied zu StudiP oder zu dem ersten Tool, dass hier das Grün, dass die richtige Frage hier grün hinterlegt ist, also die richtige Antwort ist grün hinterlegt und man sieht sofort, ja, wie viel Prozent richtig gestimmt haben. Ja, das ist eine andere Art der Frage als die, die wir gerade hatten. Jetzt gehe ich wieder zurück in die Präsentation. So. Genau, die Folie wollte ich eigentlich vorher noch zeigen, mit dem Freischaltcode, wo Sie den eingeben müssen, aber Sie haben es auch so geschafft, sehr schön. So, was hatten wir diesmal für einen Fragetyp? Wir hatten auch Single Choice, nur eine Antwort war richtig, mit Bewertung. Das heißt, es wurde gleich ausgewertet, digital ausgewertet, welche richtig oder falsch ist. Das ist häufig, das ist schön, wenn es diese Möglichkeit gibt, häufig aber didaktisch auch gar nicht so erwünscht, also dass man gleich einblendet, was richtig ist, um noch ein bisschen mehr Diskussion zu haben. Das heißt, also diese auch StudiP, die jetzt diese Bewertungsfunktion nicht hat, kann häufig genauso gut eingesetzt werden, weil wenn man nicht gleich digital auswertet, was richtig ist, hat man noch andere didaktische Möglichkeiten. Wobei man auch hier bei Online-TET auch diese nicht angeben muss, welche Lösung richtig ist. Das Ziel dieser Frage war, ich habe bestimmtes Wissen von Ihnen abgefragt. Also ich wollte jetzt wissen, haben Sie den Text vorher gelesen oder selbst wenn Sie nicht gelesen haben, wissen Sie
auf was es ankommt, sozusagen. Die Situation ist, Sie haben Hausaufgaben gegeben in der, oder beziehungsweise Texte gegeben, die die Studierenden im Vorfeld vor ihrer Lehrveranstaltung durchlesen sollten, und über solche Klickerfragen könnten Sie dann ermitteln, ob denn wohl dass die wichtigsten Dinge, die in diesen Texten waren, begriffen wurden und ob sie jetzt da sind oder nicht. Also entweder Fragen entwickeln, die sich auf die Texte beziehen, oder aber auch auf eine vorhergehende Lehrveranstaltung. Ist das, was ich da vermittelt habe, wirklich angekommen? Wissen Sie das, worauf es mir ankommt? Ist dieses Wissen jetzt vorhanden? Kann ich darauf aufbauen in meiner Lehre, oder muss ich das vielleicht nochmal wiederholen? Das ist so dieses Ziel dieser Fragen. Wirkliche Wissensabfrage. Was der Vorteil ist, wenn man so anfängt, wenn man mit einem mit so einer Frage anfängt, dann lenkt es gleich die Aufmerksamkeit auf den richtigen Stoff. Also die Studierenden beschäftigen sich gleich damit und rekapitulieren nochmal so ein bisschen und sind gleich besser fokussiert. Das wäre so ein Szenario für diese Art der Fragen. Aber auch da muss man wieder sagen, es hängt natürlich immer von der Art der Fragestellung ab und auch von den Optionen, die Sie wählen. Es ist primär ein Tool, wie Sie Ihre Lehre besser gestalten können, dass Sie für sich organisieren oder wissen, was kann ich voraussetzen bei meinen Studierenden und was nicht. Also das heißt, die Inhalte der Lehre können besser ausgewählt werden. Dafür ist eigentlich diese Art der Frage sehr, sehr gut. Wenn Sie gute Distraktionen haben und auch gerade in den Optionen, also die Antwortoptionen, wenn Sie da gute Fragen stellen können, dann können auch diese Fragen sehr gute Diskussionen auslösen. Und Diskussion ist immer das, was man auch haben möchte bei Klickerfragen. In meinem Beispiel gab es jetzt nicht viel zu diskutieren. Okay. Gut. Das war die Art der Frage. Jetzt nochmal zu dem Tool. Online-Chat wurde an der Technischen Universität München entwickelt, und zwar speziell für die Hochschullehre. Die Fragetypen sind Single-Choice-Fragen und Spontanumfragen, das hatte ich kurz gezeigt. Die richtige Lösung kann angegeben werden, muss aber nicht. Was ganz schön ist, man kann Videos und Fotos nutzen, allerdings werden die nicht übertragen an die Endgeräte, sondern verbleiben vorne sozusagen, wenn man die Frage präsentiert, genau wie die Frage auch, die wird ja auch nicht übertragen, was ein Manko ist. Denn ich fände es schon schön, wenn die Antwort, wenn auch die Frage und nicht nur die Antwortoption nochmal auf den Endgeräten wiederholt wird. Der Freischaltcode, der wechselt, ist auch in der Vorbereitung, kann es ein bisschen Probleme geben. Sie müssen dann immer genau, also obwohl eigentlich auch wieder nicht, Sie können den vorne einblenden, den Freischaltcode, und dann geben die Studierenden das ein. So, das war jetzt die Wissensabfrage. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Dann bitte in den Chat. Es schreibt keiner, von daher sind da wohl keine Fragen. Das ist gut. Dann können wir nämlich gleich weitermachen. So, jetzt haben wir das Beispiel Peer Instruction. Sie haben ja schon ein bisschen was gelesen über Peer Instruction, beziehungsweise schon die meisten wissen, was es ist. Sie haben die Frage richtig beantwortet danach. Und auch hier habe ich jetzt an diesem Beispiel, das, was ich jetzt mal live mit Ihnen durchführen möchte, was sehr aufregend ist, weil ich nie weiß, ob es online funktioniert. Da habe ich das Tool Socrative für gewählt. Und auch hier ist es wieder so, dass Sie entweder den QR-Code hier einscannen, nein, oder den Browser öffnen. Und auch hier wieder, Nika hat schon den Link zu dem Studenten-Login in den Chat geschrieben. Und die Raumnummer, in die Sie müssen, ist die 5753. Nika, vielleicht kannst du es auch noch mal eben in den Chat schreiben. Ja, ich blende jetzt den Link auch durch ein Fenster ein, weil der Link auf iPad nicht funktioniert. Hier bei diesem Fenster können Sie einfach auch auf den Link klicken und dann wechseln zu, und dann sind Sie direkt auf der Seite. Und ich trage jetzt in den Chat die Nummer ein. Okay, super. Gut, schiebe ich das ein bisschen hoch. Okay, gut, also wenn Sie Chat und, also wenn Sie das Anmeldefenster haben und den Raum betreten haben, dann bitte ich wieder um eine kurze Rückmeldung mit dem grünen Haken.
meine Kollegin Cornelia war die Erste. Wie schön. Okay, war gerade jetzt eine Frage. Also, nee. So, ich sehe schon, dass ich die grünen Haken, dass da viele grüne Haken sind. Sehr schön. Ja, also hier ist die Rückmeldung. Ich erhalte immer Waiting for your teacher to start an activity. Ist genau richtig. Genau richtig. Ich bin noch nicht drin in dem Raum. Ich zeige Ihnen gleich, wie das funktioniert. Das heißt, wenn Sie den Status haben, Waiting for your teacher to start an activity, dann sind Sie, dann ist es perfekt. Hätte ich vielleicht auch noch mal sagen können. Okay. Gut, also ich denke, die meisten sind drin. Wobei, Herr Akbar, Sie sind wahrscheinlich auch drin, haben aber noch keine Rückmeldung, weil Sie im Chat geschrieben haben, aber noch keine Rückmeldung gegeben haben. Aber das ist nicht weiter schlimm. So, jetzt zeige ich Ihnen, wie das bei mir aussieht mit Socrative. Ich gebe Ihnen wieder meinen Bildschirm frei. So, und jetzt sehen Sie die Oberfläche von Socrative. Das ist schon wieder, sieht ganz anders aus als in den beiden anderen Tools. Und Sie haben hier dieses Dashboard, wo Sie die Quiz starten können. Manage Quizzes ist der Bereich, wo Sie die erstellen. Das wollten wir heute nicht reingehen, sondern wir gehen hier nur in das Dashboard. Und ich starte ein Quiz. Da habe ich schon ein paar mehr Quizze vorbereitet. Und heute soll es das eCult Webinar Quiz sein. Das wähle ich jetzt aus. Und ein Quiz besteht immer aus mehreren Fragen. Das heißt, ich habe hier zwei Fragen hinterlegt. Und diese Fragen können entweder, jetzt habe ich hier die Option, den Studierenden freizustellen, wie schnell sie da durchgehen. Das heißt, wenn sie eine Frage beantwortet haben, können sie direkt die nächste beantworten. Das ist dieses Student Paste. Ich nehme aber heute Teacher Paste, weil ich bestimmen möchte, wann sie welche Fragen beantworten. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, auch, dass die Studierenden ihre Namen eingeben. Das will ich, ja, das will ich haben. Ich will, dass sie anonym abstimmen. Sie müssen jetzt nicht erst irgendeinen Namen eingeben. Deshalb setze ich das auf Ja. Und jetzt klicke ich auf Start und dann müssten Sie folgende Frage sehen. Sie haben hier eine Abbildung, eine kleine Grafik, die Sie auch zoomen können, auch an Ihren Endgeräten, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Und da sehen Sie sechs Spielkarten. Auf einer der Seite der Spielkarten befindet sich immer ein Buchstabe und auf der anderen Seite eine Zahl. So, jetzt steht die Behauptung im Raum, wenn auf einer Karte ein Vokal ist, auf einer Seite der Karte ein Vokal ist, dann ist auf der Rückseite eine gerade Zahl. Und jetzt ist die Frage, wie viele Karten müssen Sie mindestens umdrehen, um die Behauptung zu überprüfen? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Da müssen Sie sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen reindenken. Deshalb gebe ich Ihnen einfach ein bisschen Zeit, um das zu durchdringen. Ich sehe, dass 20 Students eingetragen sind. Zwei haben bislang geantwortet. Fünf haben schon geantwortet. Ich zoome mal hier, um zu zeigen, dass man dann eben die Grafik auch groß machen kann. Wieder zurück. So, 10 von 20 haben geantwortet. Ich warte noch, bis es bei 15 ist. Dann können wir weitermachen. Einer hat sich dazu geschaltet. Gut. So, jetzt haben wir 15 von 21 Antworten. Ich denke, dass das reicht. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Ergebnisse sind. Die Ergebnisse blendet man ein, indem man hier auf How did we do klickt. Und es ist eine ziemlich breite Verteilung. Also es gibt 6%, die auf zwei Karten geklickt haben,
63% auf 3 Karten, 4 Karten, 13. Die Farben, bin ich jetzt ein bisschen irritiert, warum die grün sind, weil das, die Farben haben jetzt gerade nichts damit zu tun, ob das richtig oder falsch ist, weil das wird eigentlich nicht bewertet. Ich kann es jetzt nicht ganz genau interpretieren, was die rote und grüne, das hatte ich in dem Test nicht, was die Farben bedeuten. Aber auf keinen Fall ist A und D richtig, wenn Sie jetzt den Eindruck haben sollten. das stimmt nicht. Gut, also jetzt würde ich Sie gerne bitten, ich nehme dieses hier mal mit und gehe wieder zurück in den Raum. Und jetzt ist es ein weiterer Test. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich würde gerne, wenn einer von Ihnen ein Mikrofon zur Verfügung hat und sich bereit erklärt, einmal zu erläutern, weshalb er wie geklickt hat, dann möge er jetzt bitte die Hand geben und dann würde ich ihm einfach das Sprechrecht geben und er könnte dann sozusagen den anderen erläutern, warum er die Option gewählt hat, wie er sie gewählt hat. Dazu brauche ich einen Freiwilligen, der kurz Rückmeldung gibt, oben über dieses Männchen, der erläutern würde. Der Andrang ist jetzt nicht so groß. Vielleicht könnte ich diese Bitte nochmal wiederholen. Wir haben alle abgestimmt. Ist einer dabei, der jetzt wagen würde oder der die Gelegenheit ergreift, einmal zu beschreiben, warum er wie abgestimmt hat? Ah, gut. Also wir testen das jetzt. Es kann sein, dass die Mikrofonqualität nicht funktioniert. Dann müssen wir das wieder rückgängig machen. Aber ich gebe Ihnen jetzt die Mikrofonrechte. Das heißt, Sie können dann sprechen, genauso wie ich auch sprechen kann jetzt hier. Ihre Stimme wird dann übertragen. Und zwar erhalten Sie dann, Sie erhalten Sie gleich ein kleines Zeichen, Rechte übernehmen oder sowas. Es eröffnet sich ein Feld. Huch, jetzt ist mein Freiwilliger weg. Das war Herr. Ach so, hallo? Nee, da ist es. Genau. Ah ja, genau. Gut. Ja. Da ist es. Okay. Ja, Sie kann sprechen. Super. Dann erklären Sie doch mal, weshalb Sie wie geantwortet haben. Ja, moin. Also eigentlich zur Falsifikation der Frage hätte mir gereicht, minimal eine Karte umzudrehen. Dann hätte es ja schon nicht stimmen können. Also wenn ich das A umgedreht hätte und da wäre was Ungerades drunter gewesen, dann hätte ich ja schon gewusst, dass es falsch ist. Aber das gab es jetzt in dem Moment nicht. Von daher dachte ich mir, okay, ich müsste eigentlich jetzt alle Zahlenkarten umdrehen, um wirklich zu verifizieren, ob hinter den geraden Zahlen Vokale waren und naja, potenziell hätte hinter der 9 ja auch ein Vokal sein können, dann hätte es auch nicht gestimmt, deswegen hätte ich die 4 Zahlenkarten umdrehen wollen. Das heißt, Sie haben, wie viel haben Sie, was war Ihre Lösung? Oh, 10. 10. 4 Karten. Die 4 Zahlenkarten hätte ich umdrehen wollen. Okay. Gut. Gibt es noch andere Stimmen? Uta Priss hat sich gemeldet. Ich nehme die Sprechrechte wieder weg und gebe die Sprechrechte an Uta. Huch, jetzt habe ich den falschen. Uta hat aber auch Sprechrechte, sehr gut. Uta, du kannst sprechen, wenn du möchtest. Wenn du das wenn dein Mikrofon funktioniert. Kann man mich hören? Ja. Also ich habe für 3 Karten gestimmt und zwar ist es ja so logisch gesehen, dass man immer nur gucken muss, ob wenn sich ein Buchstabe befindet, auf der anderen Seite eine Zahl. Also man muss immer nur das testen, wenn aus etwas Wahrem etwas Richtiges folgt und nicht, wenn etwas aus etwas Falschem etwas folgt. Und darum muss man immer nur die testen, wo eine gerade Zahl steht und wo ein Vokal steht. Im Moment, wo eine ungerade Zahl steht. Also nur 9 und 7 und dann den Vokal. Bei den anderen ist es egal. Also bei den geraden Zahlen ist es egal, was da auf der anderen Seite steht. Mhm.
Okay. Also darum habe ich für drei Karten gestimmt. Okay. Gut, wir haben jetzt zwei Meinungen, einmal vier Karten, einmal drei Karten. Und es soll ja jetzt einfach nur ein bisschen verdeutlichen, das ist natürlich ein bisschen, eigentlich würde man jetzt sagen, in Präsenz würde man jetzt keine Zweiergruppen machen, die sich jetzt darüber austauschen, warum hat wie wer gestimmt. Jetzt kann man ja keine Rückfragen stellen, das macht es ein bisschen schwieriger, aber um Sie mal in dieses Feeling hinein zu versetzen, oder ja, in dieses Konzept, denke ich, hat es einen ganz guten Einblick gegeben, dieser Art. Ich würde jetzt gerne, also Sie haben jetzt zwei Meinungen gehört, einmal die Meinung für vier Karten, einmal die Meinung zu drei Karten. Und wir wiederholen jetzt diesen Test nochmal und ich bitte Sie noch einmal abzustimmen. Ich gehe jetzt wieder in meine Fortsetzung. So, jetzt stelle ich diese Frage noch einmal. Moment. Ist noch nicht. So. Jetzt ist die Frage Nummer 2. Und Sie haben die gleiche Frage nochmal und ich bitte Sie jetzt einfach noch einmal wieder abzustimmen. Vielleicht hat Sie ja die ein oder andere Meinung überzeugt von den beiden, die sich zu Wort gemeldet haben. Okay, 17 sogar, gut. Den Link und den Code sehen Sie noch in dem Chat. Die sind noch sichtbar. So, jetzt zeige ich Ihnen, die Antwort ist am 18, diesmal abgestimmt. Es sind Leute überzeugt worden, mit abzustimmen. Vorhin hatten wir nur 15. So, und jetzt sehen wir die Verteilung. Okay, also jetzt sehen wir... jetzt ist die Farbe tatsächlich auch richtig, also drei Karten ist die richtige Antwort, die ist jetzt grün markiert, der Buchstabe B, das ist die richtige Antwort und Sie sehen, dass sich durch die Erklärung durch der Studierenden oder der von UTA und von FS war das, glaube ich, ich weiß jetzt den Namen nicht, dass sich dadurch das Ergebnis insgesamt verbessert hat. Also wir haben jetzt 89% richtige Antwort und vorher waren es nur knapp über 60. Ja, das ist das Konzept des Peer Instruction. Ich gehe jetzt, ich beende wieder meine Freigabe und gehe wieder zurück in die Präsentation. So, das hier brauchen wir nicht mehr. So. Das war nochmal die Frage wiederholt. Also das war die Methode Peer Instruction nach Masur. Das war ein Harvard-Professor, der in den 1990ern dieses Konzept des Peer Instruction entwickelt hat. Und Ziel war es einfach, die Studierenden zu aktivieren. Er wollte sie ins Gespräch bringen. Er hat die Philosophie vertreten. Wer erklärt, wer darüber redet, der kann viel besser etwas lernen, sich klar machen. Es steigert einfach das Wissen, wenn man viel über etwas redet, über komplexe Sachverhalte redet, über Konzepte redet. Und es fördert eben auch den Lernprozess, wenn das die Studierenden untereinander machen und nicht der Dozent, dem dieses Konzept ja schon lange klar ist, der vielleicht so ein bisschen das Gefühl dafür verloren hat, was kann eigentlich für, also wodurch entstehen denn Fehler im Konzeptverständnis. Und das haben die Studierenden viel besser im Griff und können sich viel besser auch ineinander hineinversetzen und auch in die Denkweise besser hineinversetzen. Also sein Ziel war es, die Diskussion unter Studierenden zu fördern. Denn wenn einer etwas erklären kann, hat er es auch verstanden. Gut, dann das war jetzt zu Peer Instruction, eine Art, eine Klickerfrage, die tatsächlich den Lernprozess auch fördert und auch die Studierenden in ihrem Lernen fördert. Im Gegensatz zu den beiden anderen Fragen, wo ich ja gesagt habe, so wie ich sie jetzt durchgeführt habe, war es eigentlich eher für den Lehrenden wichtig. Jetzt ist das eine Methode, die auch für Studierende sehr, sehr viel bringt. Das Tool, was ich eingesetzt habe, war Socrative. Da sind zahlreiche Fragentypen verfügbar.
Sie haben Single Choice, Multiple Choice, Sie können auch Freitextfrage fragen, Sie haben die Quizmöglichkeiten, Sie können Gruppen machen und die gegeneinander ein Quiz, die gegeneinander antreten und wer zuerst die richtige, also die Fragen richtig beantwortet hat, hat gewonnen, etc. Also das ist ein bisschen komplexer. Aber wie gesagt, ob das jetzt sein muss, das müssen Sie selber, selber beantworten, was für Sie einfach wichtig ist. Was schön ist, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, ist, dass die Integration von Grafiken und Videos, auch die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, dass die Grafik direkt mit übertragen wurde, also die Fragestellung und Grafik wirklich parallel auf dem Endgerät auch, finde ich sehr, sehr schön hier bei diesem Tool. Und was ich auch schön finde, ist, dass man auch die Möglichkeit hat, nicht anonyme Rückmeldungen einzufordern, dass die Studierenden sich einfach auch mit Namen melden muss. Es gibt, nicht muss, aber kann. Man hat natürlich nicht die Möglichkeit, wie hier auch, wenn man hier den Namen eingibt, weiß man nicht, ob es ein Pseudonym ist oder der richtige Name ist. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, mit einer Gruppe auch die so zu arbeiten, dass man die Antworten den Namen zuordnen kann. Ein bisschen nachteilig ist, dass die Oberfläche und die Rückmeldung nicht auf Deutsch verfügbar sind, aber die Fragen können natürlich auf Deutsch gestellt werden. Und ich vermisse auch den QR-Code. Sie haben jetzt einen QR-Code eingelesen, aber den habe ich erstellt. Den hat nicht Socrative erstellt, sondern den habe ich erstellt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das, der Link, der hinter dem QR-Code steht, auch ein Standard, ein fester Link ist. Also der verändert sich nicht mehr. Das ist eben diese Online-TED-Seite und die ist festgesetzt und verändert sich nicht. Also von daher ist das vielleicht nicht unbedingt notwendig. Ja, das war jetzt dazu, zu dieser Peer Instruction. So, jetzt würde ich gerne, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich mache noch eine Frage mit Ihnen. Geben Sie mir Kurzmeldung, Sie sind noch in Socrative, oder? Hoffentlich. Bleiben Sie bitte drin oder gehen Sie wieder rein? Okay, denn ich werde jetzt noch eine kurze Frage stellen, die ich sehr, sehr, was wirklich schön ist hier. Ich zeige Ihnen, was ich mache. So, ich gebe, und ich sage jetzt, ich möchte eine schnelle Frage hier erstellen, und zwar eine Freitextfrage. Und zwar stelle ich Ihnen die Frage, so, Sie haben jetzt eine Frage, Sie können eine Frage beantworten an Ihrem Endgerät. Probleme beim Einsatz von Clicker sehe ich vor allem darin, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Sie können, sind eingeladen, diesen Satz zu ergänzen. Bevor Sie das tun können, kann ich hier noch auswählen, ob Sie mehrere Antworten geben können oder ob Sie nur einmal antworten können. Ich setze das mal auf Unlimited, dass Sie so viele Ideen zugeben können, wie Sie möchten und natürlich anonym. Und ich klicke auf Start. Moment. Da gehe ich nochmal kurz hier in Live Results. Das muss ich erstmal finishen. Gut. So, jetzt habe ich natürlich das wieder. Gut, ich klicke auf Unlimited und ich klicke auf Start. So, jetzt haben Sie auf Ihrem Endgerät die Frage. Probleme beim Einsatz oder beziehungsweise den halben Satz. Probleme beim Einsatz von Clicker sehe ich darin, Komma. Da können Sie jetzt verschiedene Dinge eintragen. Mhm. Gute Fragen zu finden. Mhm. Das ist sehr spannend, was Sie alles antworten. Ja, WLAN-Überlastung ist tatsächlich etwas, was man gut prüfen muss. Hm. Mut haben müssen. Hm. Aber ich glaube, da sind die Studierenden auch sehr gnädig, selbst wenn man etwas nicht funktioniert, dass sie das trotzdem akzeptieren.
Einschränkungen, Fragestellung. Dass die Systeme nicht zuverlässig funktionieren, ja, aber ich glaube, die werden besser. Es sind hier einige Sachen auch, die Endgeräte, da bin ich, ja, weiß ich nicht ganz genau. Also ich setze einfach fast immer voraus, dass die Studierenden eigentlich ein Handy oder so ein mobiles Gerät auch haben, womit man dann arbeiten kann. Denn letztendlich reicht ja das, was wir heute machen. Sie haben ein mobiles Endgerät. Ich bin an der Zentrale sozusagen, steuere die Fragen und Sie antworten über Ihr mobiles Endgerät. Aber es ist natürlich schon so, dass die Dinge verfügbar sein müssen, die Handys, ja. Es gibt Systeme, da kann man Handys weitergeben, da kann man mehrmals abstimmen mit unterschiedlichen, da können die ein Gerät haben, das weitergeben und dann darüber abstimmen, also eine neue Abstimmung vornehmen. Das ist allerdings nicht sehr häufig und geht auch hier zum Beispiel bei den Tools, die ich vorgestellt habe, nicht. Also hier kann man immer nur einmal abstimmen. Es sei denn jetzt wie hier zum Beispiel, da wo Sie eingeladen sind, unlimited zu antworten. Ja, es sind ganz, ganz viele tolle Antworten. Ich möchte, über die man jetzt ganz lange noch reden könnte. Ich werde auf alle Fälle diese hiervon einen Screenshot machen. Ich würde Sie gerne noch bitten, einmal, Sie haben jetzt, lesen Sie sich das einmal noch kurz durch und klicken Sie einfach gleich die Frage an, die für Sie eigentlich am allerwichtigsten ist, von diesen ganzen Problemen. Was ist das Wichtigste, was gelöst werden muss? Hier kann ich jetzt diese Antworten, die Sie gegeben haben, in Optionen umwandeln und ich möchte, dass Sie eine Frage anklicken oder eine Option anklicken, die für Sie am allerwichtigsten ist von den vielen, die hier genannt wurden. Ich finde übrigens, dass das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, hier diese Optionen, also diese Vorschläge, dieses Brainstorming in Optionen umzuwandeln. Okay, gut. Wir lassen das jetzt so stehen. Die Zeit schreitet voran. Wir haben es jetzt 5 Minuten vor 3. Was ich ein bisschen gehofft habe, ist auch eingetreten, dass gute Fragen zu formulieren ein Thema ist, was Sie wirklich brennend interessiert. Und dann kann ich gleich nämlich auf unser nächstes Webinar verweisen, wo meine Kollegin, die Cornelia Rosa, die Fragestellung auf Basis von der Blum'schen Taxonomie behandelt und Ihnen zeigt, wie man gute Fragen stellt. Dafür möchte ich kurz Werbung machen. Das ist heute in 2 Wochen. Also gute Fragen zu formulieren ist da Thema. Gut, dann bin ich klicke mich jetzt mal wieder raus und gehe wieder zurück in die Präsentation. Und ich bin damit durch. Fragen gerne per Mail.